Die Jungs sind wieder zurück. Im Jahr 2020, das ist offiziell die Zukunft und wir gehen noch einen Schritt weiter und werfen einen Blick auf den 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Oddspedia, the Sports Betting Community. So ein Ding ist das nämlich und die erste Frage ist an euch gerichtet. Wir haben das Spiel aller Spiele rausgesucht. Hertha BSC Berlin empfängt Bayern München und die große Frage ist, wie ist die Taktik von Jürgen Klinsmann? Drückt er den FC Bayern offensiv durch die Wand? Dann kommentiert mit Hashtag Wand oder rührt er Beton an? Dann kommentiert mit Hashtag Beton. Dann gibt es wenige Tore für den FC Bayern in der Hauptstadt, die ja zum Megaclub werden will, wenn es nach Jürgen Klinsmann und seinen Investorfreunden geht. Aber wir fangen an mit dem Spiel am Freitagabend. Und das hat es auch in sich mit Schalke gegen Gladbach. Und wir haben hier gleich zu Beginn, sehen wir, diese Quoten sind ja ausgeglichen, so ausgeglichen, dass sie nicht ausgeglichener hätten sein können. Bei einem Blick auf die Tabelle, denn manche wissen es vielleicht nicht mehr, muss man sich orientieren. Gladbach auf Platz 2, Schalke auf Platz 5, das ist ja ein waschechtes Spitzenspiel, Chris. Ganz genau, und beide Teams mit neuen Trainern, beide haben ihre Erwartungen mehr als erfüllt, sogar aus meiner Sicht deutlich übertroffen, gerade Schalke, vor allem eben der David Wagner. Das erste Spiel in der letzten Saison war ja auch zwischen diesen beiden Teams offensichtlich und da gab es ein 0-0, aber der besseren Sorte, also wirklich guter Fußball und das Unentschieden ist auch mein Wink mit dem Zaunpfahl hier. Ich sehe hier keinen Sieger. Du, Radek, also die letzten Spiele kann man sich anschauen, aber Mai ist jetzt Rückrunde, da passiert doch erstmal eh was soll, oder? Das stimmt. Und gerade wenn man davon ausgehen will, dass beide Mannschaften hier ungefähr auf einem Level sind, wobei ich fast schon eher zur Heimmannschaft tendieren würde, Schalke, hat sich toll präsentiert in der Vorrunde. Wenn sie da anknüpfen können, dann werden sie dieses Spiel, sag ich mal, nicht verlieren. Und bei der Quote von 2,6 müssen wir uns dann auf jeden Fall unsere geliebten Asian Handicaps reinziehen. Also Asian Handicap 0 zum Beispiel auf die Schalker gibt eine Quote von 1,86. Bei einem Unentschieden kriegt man das Geld zurück. Ansonsten, wenn du jetzt sagst, das ist ein klares Unentschieden, dann muss man hier eine Dritteleinheit vielleicht auf ein Unentschieden gehen. Aber ich würde, also mein Favoritentipp wäre hier auf Schalke mit Asian Handicap 0. Ja, ich bin gespannt, ob wir uns heute überhaupt auf Tipps einigen werden, denn beim ersten Spieltag in der Rückrunde, das ist ja mehr Lotterie, als es die Fußball-Bundesliga eh schon nicht. Bet responsibly. Höre ich da ein Veto raus, oder was? Ach so. Nein, aber wenn du versuchst, also ich würde mich nicht festnageln lassen auf Unentschieden, darum geht's mir. Nee, will ich ja gar nicht. Ich will ja auf Asian Handicap 0 Schalke gehen. Ach so. Zu spät, das muss man jetzt als Veto nehmen, weil ich klicke da jetzt gewiss wegen dir nicht nochmal hin. Aber wäre schade, wenn uns hier durch den Schalker-Sieg ein bisschen was durch die Lappen geht. Egal, Hoffenheim gegen Frankfurt und der Junge hat schon gesagt, bet responsibly. Was soll man denn da machen? Also grundsätzlich hat die Eintracht in der Vorrunde ziemlich enttäuscht. Auch nicht ganz überraschend, immerhin haben sie ihre drei Top-Stürmer für über 100 Millionen einfach verscherbelt. Gute Entscheidung, wenn man sieht, wie die bei den neuen Teams so performen. Deswegen lief es bei der Eintracht aber auch nicht besonders gut. Und die stehen hier auf Rang 13 nach der Hinrunde da. Kann man eigentlich nur sagen, es kann fast nur besser werden, weil wer glaubt wirklich, dass es für Frankfurt noch tiefer gehen kann? Naja, ich hoffe mal nicht. Hoffenheim hingegen, nach gutem Saisonstart, schlechten zwischendrin, dann wieder gut gegen Ende der Vorrunde performt auf Platz 7, hat hier, finde ich, auch deswegen ein wenig den Heimvorteil und über Wasser. Also ich argumentiere hier ähnlich wie beim Schalke-Spiel. Was sind da deine Insights als Hoffenheim-Korrespondent? Du tippst ganz gerne auf Hoffenheim und deshalb muss ich dich einmal ganz kurz korrigieren. Also es ist so, dass die beiden Teams genau verkehrt rum performt haben. Frankfurt mit einem wirklich guten Start in die Saison, Hoffenheim mit einem Katastrophenstart. Und Hoffenheim hat dann, glaube ich, als einer der, ja, bei 6., 7. und 8. Spieltag erst angefangen mit der Siegesserie. Und dann ging es bei Frankfurt eigentlich in der Rückrunde der Hinrunde bergab. Und ich glaube, dass die Quote auf Hoffenheim attraktiv genug ist, dass man da vielleicht auch mal auf die Asian Handicaps schauen kann. Denn
Frankfurt, auch wenn die jetzt schlechter sind und sich wieder mehr nach oben einpendeln werden, ist hier doch deutlicher Außenseiter, als es aus meiner Sicht die Quote hergibt. Ja, das denke ich auch. 0 mit einer 1,76 finde ich ultra interessant. Ich finde auch den reinen Hoffenheim-Sieg nicht verkehrt. Aber wie gesagt, Bet Responsibly, erster Spieltag, Asian Handicap 0, meine Idee. Okay, aber lass uns doch sogar vielleicht ein bisschen mutiger sein und die minus 0,25 nehmen bei einer Quote von 2,1. Wenn du schon sagst, der Sieg ist im Bereich des Möglichen und das Geld zurück und Asian Handicap ist jetzt auch nicht so wirklich, bringt da nicht so wirklich weiter, dann lieber riskieren, dass man ein bisschen mehr gewinnt und auch dann halt auch die Hälfte nur verliert beim Unentschieden. Außer man ist Frankfurt-Fan und sagt, die Eintracht habe ich jetzt im Winter im Trainingslager besucht und bin der Meinung, die haben einen Schritt nach vorne gemacht. Macht ja auch keiner. Ich habe tatsächlich gedacht, du meldest dich und nicht, dass du auch diese Zahl zeigst. Denn ja, ich habe mich sowohl gemeldet als auch auf die Zahl gezeigt. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber gut, dann haben wir hier die erste Wette auf die Hoffenheimer, die ja auch ziemlich wankelmütig in der Vorrunde waren. Dann mal sehen, was ja jetzt so passiert. Düsseldorf-Bremen, da gab es ja einen Sensationssieg beinahe in der Hinrunde für die Düsseldorfer, soweit ich das in meinem grauen Gedächtnis drin habe. Und zwar 3-1 in Bremen. Aber ist das wirklich ein Sensationssieg, wenn wir auf die Standings mal schauen? Na, da nicht, aber zu dem Zeitpunkt hast du ja Bremen noch als Champions-League-Kandidat gehypt. Von daher kann man da schon davon ausgehen, dass das dann zumindest für dich auch eine Sensation war. Jetzt ist es natürlich eine klare Sache, dass Düsseldorf das wieder gewinnt, da sie ja weit vorne vor den Bremern sind. Ja, über einen Punkt Vorsprung und auch noch das gleiche Torverhältnis. Also, das ist ja ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Man muss sagen, Bremen haben jetzt ein Freundschaftsspiel 3-1 gewonnen, Respekt dafür, aber davor auch gar nichts gezeigt, was für den Verbleib der Mannschaft in der Liga sprechen könnte. Mich freut vor allem, dass Kohfeldt immer noch Trainer ist. Ja, was war da los? Normal haben die ja immer im Winter den Trainer entlassen und wenn ich jetzt, wann dann? Aber ja, also ich finde auch, das war vielleicht sogar mal die richtige Entscheidung, denn besseren als Kohfeldt haben sie in den letzten Jahren auch nicht vorzuweisen gehabt. Nee, gar nicht. Und es ist ja wirklich eher ein schlecht zusammengestelltes Team, muss man jetzt im Nachgang sagen. Keine der Neuzugänge hat irgendwie die Mannschaft weitergebracht. Auch in der Winterpause gibt es jetzt nicht großartig, was einen weiterbringt. Höchstens, dass es weniger Verletzungen geben sollte, da wäre der Mannschaft geholfen. Und du sagst jetzt... Jetzt melde ich mich wirklich, denn Frankie Baumann setzt immer auf alte, ausrangierte Stars und vielleicht brauchen die einfach ein bisschen, bis sie wieder in Tritt kommen. Und deswegen ist Bremen ja auch in den letzten 5 Jahren viermal in der Rückrundentabelle besser gewesen als in der Vorrundentabelle. Also eine Rückrundenmannschaft par excellence, diese Bremer. Und also gegen Düsseldorf könnten sie doch gleich mal damit anfangen, sich zu revanchieren und auch erfolgreich ins Jahr 2020 zu starten. Aber ist natürlich sehr spekulativ. Also verwunderlich, würde da keine Wette machen. Ja, eben. Also verwunderlich, dass die Quote bei 2,6 Werder den Favoritenschuh anzieht. Wie dem auch sei, ich merke schon, 2020, wir sind im Redefluss und jetzt schauen wir mal, dass wir hier keinen 45-Minuten schaffen mit Köln gegen Wolfsburg. Ja, was dann machen wir es kurz. Wette auf Wolfsburg 2,7. Entschuldigung. Nicht? Doch, also wegen der Quote. Man darf nicht vergessen, dass Köln jetzt 3 Spiele in Folge gewonnen hat. Gegen Bremen, gegen Frankfurt und gegen noch irgendeinen. Ja, aber wer den Kölner kennt, der weiß, der feiert natürlich auch gerne Karneval. Genau. Und nicht nur Karneval, auch Silvester ist ja da einiges los gewesen in den letzten Jahren. Und von daher haben die bestimmt auch 3 Wochen später noch nicht so wirklich wieder ihre Normalform. Und unabhängig von diesem Schabernack natürlich, ist die Quote einfach zu gut auf Wolfsburg. Okay, einfach nur der Neugierde her, Asian Handicap 0, falls Köln da weitermacht, muss aufhören. Ja, dann kannst du natürlich eine 1,9er Quote und das ist ja wirklich ein No-Brainer, sodass ich die fast noch mitnehmen würde. Ja. Dann kann jeder selber entscheiden, ob er die Chris Custodian-Variante nimmt oder lieber die Variante für richtige Männer. Richtige Wetter. Wolfsburg, richtige Wolfsburger. Wetter und Wetterinnen.
politisch korrekterweise ausgedrückt. Für Wolfsburg-Fans, wie du halt einer bist. Aber Bruno Labbadia ist da gar nicht mit drin. Mainz gegen Freiburg. Was passiert denn hier? Kommt der Streich mit einem Genie-Streich oder holt sich Mainz jetzt mit dem Bayer Leutzer den nächsten Sieg? Haben wir wirklich stark performt und sind jetzt auch zu Recht Favorit. Was ist deine Wette? Zuerst will ich mal hier nochmal eine Lanze brechen oder Tribut zollen für die Vorrunde der Freiburger, die am Ende dann doch nicht mehr ganz so überragend war, wie sie angefangen hat. Die waren ja lange auf Champions League Kurs und jetzt auf Platz 8 immer noch sehr, sehr gut dabei. Also das ist mit die Überraschung der Saison der SC Freiburg. Und Mainz stand ja lange hinten drin, hat 11 Niederlagen, so viele hat sonst nur Paderborn. Musste auch dann sich von Sandro Schwarz trennen und ist jetzt immerhin vom Abstiegsrang weg auf Platz 14. Hat Heimrecht gegen die Freiburger. Alles in allem sehe ich hier keinen großartigen Favoriten. Deswegen würde mich eher die Quote von Freiburg reizen. Aber reines Gambling, dieses Spiel, deswegen lasse ich die Finger davon. Finde ich sehr, sehr richtig. Das nächste Spiel sind dann unsere Augsburger gegen diese so komisch aufspielenden Dortmunder, von denen man noch nicht weiß, was man denkt. Ja. Den meinen Fußball-Wettexperten, der wird jetzt erstmal wieder sich freuen, dass Dortmund 1-7 hat. Genauso ist das mein erster Gedanke, war es Dortmund 1-7. Augsburg spielt ähnlich wie Dortmund, hat nur das schwächere Team. Aber normalerweise verkackt es Dortmund dann immer erst recht, wenn man solche Quoten auf die setzt. Dann lass uns Asian Handicap auf Augsburg anschauen, ob sich da was versteckt, oder? Ja, und das ist leider fast erschreckend schlecht, wenn man hier davon ausgeht, mit plus 1 auf Augsburg kriegt man das Geld zurück, wenn Augsburg mit einem Torunterschied verliert. Eine Quote von 1,87. Also ich würde mit einer Asian Handicap plus 1,5 würde ich drauf gehen, aber da würde ich die faire Linie ziehen, denn grundsätzlich gehe ich schon davon aus, dass Dortmund dieses Spiel gewinnt. Die Frage ist nur, wie hoch? Ein Tor Vorsprung, zwei Tor Vorsprung. Augsburg hat natürlich ein gewisses Potenzial für Überraschungen in den letzten Spielen der Hinrunde gezeigt und im Hinspiel haben sie immerhin geführt. Erstes Tor dieser Saison durch meinen Kumpel Flo Niederlechner gleich in der ersten Minute und dann haben sie 5-1 aufs Maul gekriegt, die Augsburger in Dortmund. Ja, ja, ich denke nicht, dass es so hoch ausgeht oder ähnlich läuft, aber es ist mir hier dieses Asian Handicap nicht attraktiv genug, auch wenn ich den Augsburgern durchaus wieder was zutraue, vor allem, weil ich bei Dortmund ein gebranntes Kind bin und denen nicht mehr viel zutraue. Aber grundsätzlich 1,7 kann man auch direkt mitnehmen. Alles in allem, ja, werde ich nicht warm mit diesen Quoten. Torwette, wollen wir da abschauen oder glaubst du, dass zwei oder über drei Tore eh nichts gibt? Für ja, mich ist doch, ja, könnte. Stellt sich auch die Frage, wenn dein Kumpel Flo Niederlechner gefragt wird, wer ist denn der Radek? Aber egal. Ja, der kennt mich jetzt nicht unter meinem Künstlernamen wahrscheinlich, sondern auch nicht unter meinem richtigen Namen. Von daher ist es egal. Aber ich habe ihn schon diverse Male getroffen und das ist aber in seiner Zeit, wo er noch beim FC Ismaning in der Bayernliga gespielt hat. Das ist hier nicht weit weg von meinem Wohnort und daher natürlich. Glück euch. Auf jeden Fall über drei Tore, über 3,5 ist gar nicht mal so uninteressant. Weiß nicht, wie du das siehst, wenn nicht hier viele Tore fallen sollen, wann oder in welchem Stadion sonst. Über 3, nein, 6 finde ich schon cool. 3,25 finde ich cool. 3,5. Was du alles cool findest. Also da würde ich tatsächlich einen von einbauen. Bin ich überrascht, dass die Quote doch noch so gut ist. Ja, finde ich jetzt nicht wirklich so attraktiv, aber mei, dir zuliebe, weil du ja hier bald Geburtstag hast in 3 Wochen. Vorab geschenkt. Dafür kriegst du halt an deinem Geburtstag dann nichts mehr. Na super, da habe ich mir mal was anderes gewünscht. Zum Beispiel, nee, nichts in Leipzig oder Berlin. Ich habe versucht, eine Brücke zu schlagen. Funktioniert bei dem Spiel nicht. Was siehst du denn da? Ja, ich sehe eine sehr, sehr niedrige Quote für den Tabellenführer. Und auch gerechtfertigt. Ist das eigentlich so ein Derby dann? So ein
Nee, Leipzig und Berlin sind Städte, die werden unterschiedlich ausgesprochen und auch unterschiedlich geschrieben. Aber natürlich könnte man sie verwechseln. Jetzt kommt's aber. Jetzt kommt's, Die Jürgen andere Berliner Klinsmann. Mannschaft. Jürgen Klinsmann. Dein Ich mache. Lieblingsmensch, Jürgen Klinsmann. Ja, also Bei was seinem ist. Ex-Verein. Wow. Ja, da ist für Zündstoff gesorgt. Ich hoffe, der eine oder andere hat schon Hashtag gesetzt. Hashtag Beton, wenn Klinsmann defensiv agiert. Hashtag Wand, wenn er versucht, den FC Bayern durch die Wand zu spielen, also offensiv rangeht. Wir haben bisher auf jedes Klinsmann-Spiel gewettet und einmal verloren, viermal gewonnen. Die sind jetzt schon aus dem Tabellenkeller so ein bisschen entflohen und wir schauen uns die Asian Handicaps und die Over-Under an. Also Bayern Sieg, die Quote ist nicht genug oder nicht hoch genug. Wenn man jetzt sagt, Hertha gewinnt, verliert nicht mehr als mit einem Tor Unterschied, dann kriegt man mit plus 1,5 eine 207. Ist nicht ganz uninteressant, aber ich glaube, meine Wette ist ein bisschen woanders versteckt. Ja, ich Siehst wollte es gerade sagen, du findest schon wieder eine 1,6er Quote auf plus 2 cool, aber anscheinend interessiert mich jetzt, welchen Hashtag du hier setzen willst. Ja, ganz Beton oder Wand? Wand, nee, Beton und zwar unter 3,5. Mhm, ja, Hertha zu Hause, gell? Gegen Bayern, die vielleicht wieder mal Personalprobleme haben. Tue ich mich schwer, muss ich ein Veto einlegen, weil dieses Over-Under-Gedöns ist nicht wirklich klar zu sagen in dem Spiel. Es gibt Spiele zwischen Bayern und Hertha in der jüngsten Vergangenheit, die 3-2, zum Beispiel DFB-Pokal ausgegangen sind. Okay, DFB-Pokal ist was anderes. Aber auch das Hinspiel 2-2 und Wir müssen eine schwer zu Wette sagen. tippen. Also ich denke auch, dass die Bayern diese Hertha auch ganz schön knacken können und von daher auf Bayern unterzusetzen, also weiß nicht, was da alles an Sternkonstellationen und persönlichen Medikamenten zusammenkommen muss, damit ich da in diesem Spiel auf unter 3,5 setze. Aber Respekt dafür, dass du dich getraut hast, deine Meinung zu sagen. Aber manchmal ist es halt einfach besser, vielleicht nicht seine Meinung Wir zu sagen. müssen auf Klinsmann irgendwie setzen, zumindest auf dieses Spiel. Und welchen Hashtag setzt du denn? Vielleicht irgendwas mit der ersten Halbzeit, da bist du doch eigentlich eher so ein Typ dafür, oder? Welchen Hashtag setzt du denn, wie du hier versuchst Ja, auszuweichen? ich würde halt hier, wenn dann, ein Hashtag Wand setzen, aber was anderes kommt auch hier gar nicht in Frage. Ich meine, Dann lass uns Bayern, kurz erste Halbzeit ein schauen. Schuss, ein Tor, die Bayern. Super Bayern, genau. Nee. Ja, schwer zu sagen. Also Also. ich bin ja auch bereit, aber irgendeine Wette auf Klinsmann, das wäre doch jetzt traurig, wenn nicht. Ich kann mich hier wirklich zu nichts herunterlassen. Nee, das ist ein toller Geburtstag, den ich in ein paar Wochen haben werde. Ja, wieso? Ich kann jetzt höchstens sagen, ich setze auf das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, aber das will ich jetzt auch nicht, deswegen eher nur ein Veto. Na gut. Ja. Schon keine Wette zum ersten Mal. Ja, ich meine, ihr Grüne könnt ja wie Stadt. gesagt kommentieren mit Hashtag Wand oder Hashtag Beton und dann schauen wir, was die Masse sagt und können dann spontan über Facebook noch hier eine Na gut. Spontanwette oder wir machen noch ein Video dazu am Samstag, weil das Spiel ja am Sonntag erst ist und können dann darauf noch eingehen, was die Community hier denn dazu sagt. Und dann haben wir noch zum Abschluss dieses 18. Spieltags das Spiel Paderborn gegen Leverkusen. Hier lohnt sich auch nochmal ein Blick darauf, wie Leverkusen denn zum Abschluss der Hinrunde performt hat. Denn das war auch nicht mehr das Gelbe vom Ei. Insgesamt können sie sich mit Platz 6 wahrscheinlich relativ gut anfreunden. Allerdings haben sie auch sehr viele Punkte liegen lassen. Das muss man schon auch dazu sagen und profitieren davon, dass es allgemein hier oben sehr eng zugeht. Grundsätzlich eine 1,66 auf Leverkusen finde ich in Paderborn absolut ausreichend. Würde fast so weit gehen, hier auch ein Asian Handicap Minus auf Leverkusen zu gehen, weil es ist halt einfach Leverkusen. Ich habe ja mal ein extra Video, vielleicht sucht ihr einfach mal nach Leverkusen in diesem Kanal. Dann findet ihr das zu meinem glorreichen Anti-Leverkusen-Tipp gegen Juve.
Aber hier würde ich in der Tat jetzt darauf spekulieren, dass Leverkusen sich auf oder die Fehler oder so in der Vorrunde, nämlich die mangelnde Chancenverwertung, aufgearbeitet hat und gegen Paderborn mit mindestens einem Tor Vorsprung gewinnt, dann wäre die Quote von 2,02 absolut mitnehmenswert. Außer du hast da noch andere Visionen. Finde ich gut. Also Paderborn hat jetzt ein paar Punkte geholt am Ende noch. Auch den einen oder anderen Sieg. Also die haben Selbstbewusstsein, die werden weiterhin nach vorne spielen, aber ich glaube, das könnte Leverkusen eher gut tun. Ich glaube, die tun sich schwerer gegen Teams, die nicht selber vorne anrennen. Und Leverkusen, weil du gesagt hast, gemäß deinen eigenen Erwartungen oder Wünschen sind sie relativ schwach, aber ich glaube auch, dass sie genau auf dem Tabellenplatz sind, wo sie hingehören. Und dann könnte man auch sogar hier, würde ich sagen, auch über 3,5 Tore gehen. Die Paderborner treffen gerne in der ersten Halbzeit Leverkusen. Wenn die mal entfesselt sind, dann schießen die auch mehrere Tore. Also das mit der 2-10er-Quote auch eine interessante Angelegenheit. Ja, ich glaube, da stand sogar zur Halbzeit 2-2 also am ersten Spieltag. Aber kann mich da auch, ist ja schon lange her, 2019. Gut, dann schauen wir nochmal in die Übersicht, was wir jetzt hier alles an diesem Spieltag, ein 500er Fehler, das ist was für den Webmaster, vielleicht kriegen wir es auch so nochmal zusammen. Die Webseite übrigens ist ja jetzt schon optisch wirklich der Wahnsinn, aber die wird im Jahr 2020 nochmal besser und dann werden auch diese kleineren Wehwehchen wahrscheinlich endlich behoben werden und von daher auf jeden Fall freuen wir uns mit Otspedia auch auf diese noch kommenden Dinge. Aber jetzt hier Hoffenheim, Frankfurt, haben wir ein Asian Handicap 0 auf die Hoffenheimer oder ein Asian Handicap 0,25? 0,25 mit einer Quote von 2,17. Wir gehen auf den Asian Handicap 0 Sieg auf den VfL Wolfsburg, gibt eine 1,93. Und dann ein Asian Handicap habe ich hier aus... Nee, da waren es die Tore, die du wolltest. Über 3,5 bei Augsburg-Dortmund mit einer Quote um die 2,0, denn das ist ja immer das, was wir suchen. Quoten um 2,0. Und wir konnten uns leider nicht auf eine Klinsmann-Wette einigen, weil der Junge da drüben meinte, Klinsmann rührt Beton an unter 3,5 beim Gastspiel der Bayern. Da konnte ich mich nicht drauf einigen. Aber hier zum Schluss noch die Leverkusener mit Asian Handicap minus 1 gegen Paderborn nochmal der Versuch, das einzuloggen, damit es auch dann irgendwie in die Statistik mit einfließt. Ja. Die noch und nicht sehr aussagekräftig ist hier natürlich. Plus 3,5 auch nochmal mit einer 2-10er-Quote. Ja, wir freuen uns auf eure Tipps. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, damit ihr keine dieser Videos mehr verpasst. Und natürlich einen Daumen nach oben und kommentiert fleißig, was das Zeug hält. Und wir freuen uns auf diesen Spieltag. Juhu, 2020. Super. Otspedia. Geil. The Sports Betting Community.